Ja, Leipzig grüßt Düren, ne, kann man sagen. Ne? Wie fühlt man sich denn jetzt nach 3,5 Wochen? Ist auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung gewesen, wie man auch an den Ergebnissen sehen kann. Anstrengende Zeit, aber gute Zeit. Viel Lernen, gerade für mich als Jüngster im Team. Ja, ist eine gute Zeit bisher gewesen. 1,90 Meter optimale Größe für die Offensive, ne? Klar. Schnelligkeit ist geboten. Denke ich, ja, genug, um alles hinzukriegen. Leipzig ist ja ein Begriff, sag ich mal. Das war ja vor vielen Jahren immer, sag ich mal, ein rotes Tuch in der Bundesliga. Aber deine Ausbildung in Leipzig kann man schon erkennen, ne? Das hoffe ich doch. Ich denke, dass RB sehr gute Jugendarbeit hat und ich hoffe, dass man das bei mir jetzt auch sieht. Wie lange hat man denn die RB-Jugendarbeit genossen? 10 Jahre jetzt, 2014 bis 2024. Was bewegt denn einen so als junger Mensch, so eine große Stadt zu verlassen? Also ich, wie gesagt, 18 geworden, es ist Zeit dann für mich auch einen neuen Schritt zu machen und ja, hier war dann die beste Option, deswegen bin ich jetzt hierher gekommen. Wie ist man denn mit der Option nach hier gekommen, sag ich mal, nicht mit dem Flieger, nicht mit dem Zug, sondern wahrscheinlich durch Gespräche, ne? Ja klar, durch die Gespräche, auch mit dem Coach natürlich, auch mit Adam Matuschek, die mir das hier schmackhaft gemacht haben, sag ich mal, und jetzt, genau, hat es mich dann im Endeffekt hierher verschlagen, weil das die beste Option war, die für mich. 3,5 Wochen Vorbereitung, man geht in die Endphase, in 14 Tagen das erste Spiel. Samstag, Sonntag nennt der Schmankel, ne? Hier in Düren mit dem FC Bayern München als Freundschaftsspiel. Ist man da schon, sag ich mal, in dem Alter schon, sag ich mal, richtig gefordert? Es ist auf jeden Fall eine sehr geile Option, sehr coole Sache. Ich freue mich sehr auf die Spiele, ich freue mich sehr auf die Erfahrung Regionalliga mit diesem Team und ich bin ja, ready, um alles mit dem Team zu machen. Wie siehst du denn deine eigene Form jetzt nach 3,5 Wochen Vorbereitung hier? Ich denke, dass ich auf keinen Fall schon am Maximum bin, aber ich denke, dass ich gute Schritte gemacht habe, auch in dem Team, um mich einzufügen. Und ja, es gibt aber noch viel, was da noch kommen wird. Welche Ziele setzt du dich voraus jetzt in der Regionalliga im ersten Jahr? Natürlich so viel wie möglich Tore schießen, ist ja logisch für einen Stürmer. Genau, mit dem Team die bestmögliche Saison spielen, die es geht. Und die Zukunft, wo will man hin? Ein Traumverein, als ich klein war, war Arsenal. Mal schauen, wie weit es geht, aber das wäre natürlich ziemlich geil. Ist natürlich eine Hausnummer, ne? Da wäre ja Düren ein Sprungbrett für die großen Geschichten, ne? Genau, das ist das.